Ja, und auch die bayerische Spitzenkandidatin der Grünen für Europa, Henrike Hahn, wird bei der Landesdelegiertenkonferenz zu Wort kommen. Unter dem Motto »Ich will ein menschliches Bayern in unserem Europa« kandidiert Hahn auf Listenplatz 13 und hat, laut Umfragewerte, gute Chancen, ins Europaparlament einzuziehen. Wir Grüne, wir stehen für ein ökologisches und soziales Europa und ich persönlich stehe ganz stark ein auch für eine Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Das ist auch beruflich bedingt bei mir. Ich habe viele Jahre Erfahrung als Unternehmensberaterin für technologieorientierte Unternehmen und ich glaube, da kann man sehr, sehr viel bewegen. Grüne Industriepolitik, wie kann man grün wirtschaften und aber auch wettbewerbsfähig sein gleichermaßen, ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Die Europäische Union als Instrument für Umwelt- und Klimaschutz, etwa bei der Vorgabe von Grenzwerten. Die ganze Welt als Beweis dafür, dass es nur in Deutschland kein Tempolimit auf Autobahnen gibt. Es geht aber auch darum, dass über 200 Leute jährlich auf unseren Autobahnen wegen überhöhter Geschwindigkeit sterben. 200 Leute ist viel. Und wer dann sagt, diejenigen, die ein Tempolimit fordern, seien ideologisch verblendet, dem empfehle ich einfach mal einen Blick auf die Welt. Seit den Landtagswahlen sind die Mitgliederzahlen bei den Grünen von 9 auf 12.000 angewachsen. Nachdem Hermann Brehm 2017 als Vorsitzender des Kreisverbandes München zurückgezogen hatte, will er am kommenden Wochenende gegen Eike Halicki als Landesvorsitzender kandidieren. Ich kann sehr gut motivieren, ich kann sehr gut Menschen zusammenbringen. Ich gehe auch gerne dahin, wo für uns Grüne nicht der rote Teppich ausgerollt wird. Also gerade zum Beispiel in dem Mittelstand, in dem Bereich der Wirtschaft, zu den Gewerkschaften, wo wir uns einfach besser vernetzen wollen, wenn wir erreichen wollen, dass unsere ehrgeizigen grünen Ziele, nämlich eine nachhaltige Politik für Bayern, wenn das wirklich punkten soll. Wir müssen analytisch sein, wir müssen absolut top zuverlässig sein, uns absolut in den Dienst der Partei stellen. Wir brauchen keine Egos, die glauben, sie sollten eine Gegenmacht zu irgendwem anderen im grünen Spektrum aufbauen, sondern unser Ziel ist, dass die Partei reibungslos ihre Inhalte umsetzt. Und ich glaube, das haben wir wirklich sehr, sehr gut hingekriegt und das hängt auch sicherlich mit mir zusammen. Beim Parteitag am Wochenende wird neben Henrike Hahn zur Motivation für konkrete Taten zum Klimaschutz unter anderem auch Luise Neubauer von Friday for Future Deutschland sprechen.